What's up, liebe YouTube-Freunde? Es geht los mit Gravity Rush auf der PlayStation 4 Pro und das erste Mal in 1080p und 60 FPS. Ich bin schon gespannt, wie sie sich denn spielen lässt. Sehr cool, Tutorial verfügbar. Das mit den Gravitationsstürmen. Okay, Leute, dann schauen wir mal. Wir müssen da wieder rauf. Obwohl, das nehmen wir mit. Denn die sind ja wieder recht viel wert. Jo Leute, heute habe ich extrem viel Zeit mit Unboxings verbracht. Es kostet so viel Zeit, allein in das Rendern, dass ich noch gar nicht wirklich dazu gekommen bin, mit der PlayStation zu zocken. Zumindest nicht so viel, wie ich gern wollte. Aber okay, jetzt machen wir es ja. Und ich hoffe, ich habe das so halbwegs mit den Soundeinstellungen hingekriegt jetzt. Wie gesagt, das erste Mal, dass ich nämlich auch mit einer anderen Software aufnehme. Und darum bin ich mir da noch überhaupt nicht sicher. Ihr könnt es mir dann gern in die Kommentare schreiben, Leute, ob das denn so von der Lautstärke her passt mit dem Spiel und meiner Sprache. Oder ob ich daran nur ein bisschen was ändern soll. So, wir werden versuchen, dass wir die Nevis ziemlich meiden. Denn die brauchen wir wirklich nicht. Okay. Wir werden wohl schauen müssen, dass wir jetzt dann einmal da kurz Pause machen. Damit wir uns wieder auffüllen und dann geht es schon weiter. Also es wirkt wirklich so, als würden wir jetzt den ganzen Weg wieder rauf müssen da. Besiege die Nevis, super, das auch noch. Oh, jetzt bin ich natürlich angegriffen worden, war klar. Ach ja, und das ist halt wieder so toll. Bam! Der dürfte erledigt sein. Ja, ich hasse diese Teile so viel. Weil jedes Mal, wenn ich auf einer zufliege, hauen die an und dann bringt das Ganze wieder nichts. Das nehmen wir mit. Okay, den haben wir auch. Habt ihr das gesehen? Der wollte da gerade mit seiner Faust mich schlagen erst. So, hau ab da. Okay. Oh. Jetzt hat er uns getroffen. Ach Mano. Diese Nevi-Kämpfe immer. So umsonst. Und schon erst, wenn es so schlecht funktioniert. Okay, egal, wir holen uns damit das Leben. Und dann schauen wir, dass wir irgendwie sein komisches Auge da treffen. Jetzt haben wir's. Hä? Was war das wieder, Leute? Okay. Der Sturm ist abgeflaut. Sehr gut. Ich wollte aber eigentlich, weil ich ja da nichts gesehen habe, genau. Das nehmen wir uns fix noch mit. Ole, dann haben wir nämlich eh schon wieder ein bisschen was zum Upgraden, Leute. Geile Sache. Mano. Geht sich nicht aus mit dem Springer. Ist auch recht, dann holen wir sie uns halt auch so. Nein, das kann nicht sein. Okay, da sind sehr viele. Das heißt, da muss irgendwas Großartiges kommen. Ja, wir hängen da natürlich. Also mehr als nur Nevis. Ja, wieder lauter Dicke. Gibt's ja wieder einiges zum Sammeln.
Hast du das gehört, Dusty? Da unten scheint jemand zu sein. Hallo, ist da jemand? Ich wusste es. Da unten ist jemand. Wir sollten ihn suchen. Okay. Wo ist unten? Ja, da ist ja wirklich jemand. Was machst du da unten? Bist du allein? Boah, die Grafikkönigin. Ich bin so froh, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe hier unten eigentlich etwas gesucht. Was machst du an einem Ort wie diesem? Ist das nicht gefährlich? Also ich bin die Säule hinabgestiegen und irgendwie kam eins zum anderen. Ich habe schließlich gefunden, was ich suchte, aber dann hat mich eins der Nebel überrascht und ich bin gefallen. Bitte, du musst mich hoch zu diesem Felsen bringen, der wie eine Blume geformt ist. Was ich suche, ist bestimmt immer noch dort. Ich muss sowieso da hoch. Aber was immer du suchst, kann dir doch nicht wichtiger sein als dein Leben. Vielleicht hast du recht, aber ich glaube, ich bin sicher, solange du bei mir bist. Oh, Schleim, Schleim, Leute. Schleim, Schleim. Gut. Den bringen wir dann wohin? Einfach nach oben. Jetzt warten wir da lieber ein bisschen. Und wir es auf jeden Fall mitnehmen. Genau. Ich bin so froh, dass wir das Gravitationszeug so ausgebaut haben. Denn das braucht man da echt, wenn man das alles sammeln möchte. Okay. Also was heißt alles sammeln? Alles sammeln wir ja sowieso nicht. Denn dafür bin ich viel zu faul, das wisst ihr schon. Aber zumindest alles, was so halbwegs geht und in Ordnung ist, nehmen wir mit. So, irgendwas ist da gestanden, ich habe es noch gerade überhaupt nicht gelesen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, Leute. Nehmen aber das da vorher noch mit, bevor wir den runterlassen. Jo, das auch. Das Leben braucht man nicht in dem Fall. Haben wir genug. Und dann kommst du mit. Hier ist es. Ich habe den Brief bei diesem großen Felsen gesehen. Okay, wo ist er hin? Sagtest du Brief? Wo habe ich schon mal was über einen Brief gehört? Ah, Achtung! Was? Oh je, jetzt kommen wir wieder Nevis. Besiege die Nevi. Ja, ja. Es war so klar. Es war so klar. Ach, jetzt wird es aber. Ach, hat's doch ab. Also das ist ziemlich cool. Das ist wirklich ziemlich cool, da haben wir so Chevy gekramt. Ist das der Brief, von dem er geredet hat? Ich könnte schwören, dass mich noch jemand nach einem Brief gefragt hat. Das ist der letzte Brief, den ich meiner Freundin geschrieben habe. Ich weiß, dass sie überall danach gesucht hat. Bitte, kannst du ihn für mich bei ihr abliefern? Genau, ich bin hier nur runtergekommen, weil ich einen Brief für ein Mädchen finden sollte. Warum kommst du nicht mit nach Hexville und gibst ihn ihr selbst? Tut mir leid, ich kann nicht. Da ich den Brief jetzt in guten Händen weiß, ist es für mich an der Zeit, diese Welt zu verlassen. Bitte sag ihr, dass ich sie immer lieben werde. Rede doch nicht so. Das klingt ja, als würdest du sterben oder sowas. Ich bin schon gestorben. Vielen Dank, Cat. Leb wohl. Warte mal, was? Das ist einer von denen, der verschwinden, okay. Gut, dann schauen wir, dass wir den Brief zurückbringen, Leute. Denn die ganze Welt da herunten, die war echt zu bescheiden.
Weil ich froh bin, wenn wir wieder zurück sind. Und ich hoffe, dass das, wenn wir dann wieder back sind, besser wird. So, da werden wir jetzt aber schnell durchfliegen, weil das sind die, die was so schnell auf uns zufliegen. Ja, genau deswegen fliegen wir da schnell durch. Denn das juckt mich nicht. Die nehmen wir uns schon alle mit, Leute. Aber fix. Okay, dann wieder. Hä? Da sind wieder Nevis zu besiegen. Oh. Hab ich gerade nicht überrissen, du hast da. Ach, Mano. Ey, das ist aber bescheiden, Leute. So. Wir brauchen Leben. Sonst ist es gleich vorbei. Und das nächste Problem, was wir haben, dass uns bald die Gravi ausgeht. Und da irgendwie nichts ist zum Auffüllen. Hä? Leute. Das wird sich nicht mehr ausgehen, ey. Nö, das wird sich fix nicht mehr ausgehen. Ah, okay. Lebensretter. Aber so dermaßen Lebensretter. Okay, und dich auch noch. Da mal leben. Das braucht man nämlich auch schon dringendst. Dreht sich immer um, das blöde Viech. Ich hasse sie so sehr. Okay. Okay, Hammer. Hammer hart. Ja, ich möchte ganz gern zurück. Ja, wenn wir da nicht aber gestört werden dürfen. Warum kann ich jetzt eigentlich da wieder normal rennen? Vorher ist das nicht gegangen. Da hat es Gravi gekostet. Komisch. Sehr, sehr komisch. So. Dann nehmen wir das mit, du. Was überblieben, ja. Weiß, was überblieben. 200. Nur so weit. Okay, aber wir können dann auf jeden Fall wieder upgraden, Leute. Das gefällt mir. Close the door! The big one!
Okay, wieder was Neues. Wie lange geht denn das Spiel nur? Das ist ja Wahnsinn. Okay, es ist ein Jahr her, seit wir uns zuletzt trafen, nicht wahr, Shifter? Ein Jahr? Seit deinem Verschwinden haben wir die Quallen geschaffen. Diese Spezialeinheit wird unterstützt durch einen Meilenstein der autonomen Waffenkunst, die Seewespe. Was hältst du von ihr? Sie ist klasse, nicht wahr? Du bist also die Seewespe. Du hast da draußen tolle Arbeit geleistet. Mit einem einzigen Treffer hast du das Navi ausgeschaltet. Das ist das zweite Mal. Zum zweiten Mal hast du es versaut und die Navy auf Hexville gehetzt. Du bist eine Unruhestifterin und wir brauchen dich hier nicht mehr. Mit Verlaub, die Navy-Bedrohung ist gewachsen, seitdem du verschwunden bist. Ich werde dir das Angebot noch ein letztes Mal machen. Tritt uns bei und wir bekämpfen die Navy-Bedrohung gemeinsam. Sieh mal, ich muss heimgehen und eine heiße Dusche nehmen, die erste seit einem Jahr. Vielleicht denke ich darüber nach. Bäh, die erste seit einem Jahr, Leute. Cat! Cat, du bist es. Wo warst du? Süd, was soll die Uniform? Seit Bürgermeister Tnelika an der Macht ist, gehört die Polizei zum Militär. Wir arbeiten alle zusammen und tun unser Bestes, um die Navy zu bekämpfen. Aber genug davon. Wo warst du die ganze Zeit? Überall hieß es, dass du und Raven bis zum Tode gekämpft hättet. Ja, also dabei. Sorry, aber ich muss wieder an die Arbeit. Wir reden nächstes Mal darüber. Die Leute von Hexville lebten in Angst. Unica oder Seewespe war mehr Waffe als Mensch. In den wenigen Tagen, die ich weg war in Hexville ein Jahr vergangen. Ich wurde in die Veränderungen hineingerissen, die in meiner Abwesenheit stattfanden. Oje, und er wieder. Willkommen zurück, Cat. Deine Reise war lang, du musst dich nach einer Dusche und einem erholsamen Schlaf sehnen. Geht! Du bist ein Schöpfer, du musst doch wissen, was mit Raven und den Kindern passiert ist, oder? Ich bin zwar mächtig, aber nicht so mächtig. Sobald eine Schöpfung erschaffen ist, kann nur die Schöpfung selbst ihren eigenen Pfad erschaffen. Das hilft mir überhaupt nicht. Ja, das hat er uns doch noch nie. So, und was können wir da jetzt denn bitte bequatschen? Hey, das ist ja unser... Okay. Ein Gespräch anfangen. Cat, du bist ja da. Du hast das Rohr mitgebracht? Ich wusste nicht, dass du mit Umziehen meintest. Dass du das mit Umziehen meintest. Das war's dann wohl mit der guten Wohngegend. Ich dachte, du freust dich, mich zu sehen. So sind sie, die jungen Leute, kein Respekt vor dem Alter. Eines Tages wirst du auch alt und einsam sein, so wie ich. Ich sollte was tun, bevor er noch anfängt zu weinen. Entschuldige, hey, es wird toll, so nahe beieinander zu wohnen. Ich wollte schon immer einen Nachbarn, der auf einem Rohr sitzt und sich mit mir unterhält. Na also, es wird wie in alten Zeiten sein. Hey, ich werde sogar die Tore zu den Zwischendimensionen wieder öffnen. Nur für dich, Nachbarin. Warum sollte ich dorthin zurückkehren wollen? Beim ersten Mal wurde ich fast umgebracht. Aber wirklich... Gate. Sprich mit Gate, um in eine Zwischendimension zurückzukehren und zurückgelassene kostbare Juwelen oder Manöver zu entdecken. Orte für spezielle Manöver. Die Ruinen, Spiralklaue, das Inferno, Gravitationswirbel und die Illusion, schwarzes Loch. Okay, oh, die haben wir eh alle. Nee. In eine Zwischendimension reisen. Nö. Nö. Das machen wir jetzt nicht, Leute. Das machen wir jetzt nicht. Gut. Dann haben wir den Speicherort. Und zwei Sachen zum Quatschen. Und ja, dann haben wir Story Mission 18. Nebenmissionen haben wir auch wieder eine. Spezialeinheit Teil 1. Das Spiel ist nur ewig. Es nimmt kein Ende. Okay, Leute. Ja, wir machen mal das, was da alles zum Quatschen gibt. Hexville braucht dich. Na dann. Rauf mit uns, aber das nehmen wir mit.
Naja, upgraden. Ne? Upgraden. Sollten wir auch. Hallo! Ach, das ist irgendwo da unten. Hier, sehr schön. Ah, die alte Dame, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Oh, ich erinnere mich an dich. Du bist das Mädchen, das, du weißt schon, diese Sache gemacht hat, stimmt's? Sie erinnert sich an gar nichts. Fällt Ihnen zu, das Mädchen, das die Schwerkraft verändern kann, etwas ein? Genau, das war es, natürlich. Entschuldige, es ist schon so lange her. Und bei der jetzigen Situation ist es manchmal besser, Sachen zu vergessen, verstehst du? Wo wir gerade von der jetzigen Situation sprechen, ist in letzter Zeit irgendetwas Ungewöhnliches passiert? Ist zum Beispiel ein fliegender Tempel am Himmel aufgetaucht? Wovon redest du? Wenn du so etwas auftauchen würde, würde die Armee es abschießen. Mein Enkel ist übrigens in der Armee. Ich bin froh, dass er seine Berufung gefunden hat, aber er hat nie Zeit, seine arme alte Oma zu besuchen. Und dann mein Sohn. Er arbeitet morgens, mittags und nachts in dieser Militärfabrik und baut Waffen. Und ich habe den ganzen Tag seine jämmerliche Frau am Hals. Ist das zu glauben? Oh je, das kann länger dauern. Das klingt furchtbar. Ich muss jetzt los. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie irgendwelche riesigen Tempel am Himmel sehen, ja? Wiedersehen. Okay, Leute. Dann zu der nächsten Sache, Wahrsagerei. Wahrsagerei, das ist aber irgendwo weit weg, das erscheint. Dann nehmen wir natürlich auf dem Flug das Agarch mit. Ja, auf dem Weg. Dann kommen wir zu ihr wieder. Was ist denn da los? Ein Gespräch anfangen. Der verlorene Shifter ist zurück. Ich habe dich erwartet. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Kannst du deine Kräfte einsetzen und mir helfen, Raven, Sasa und Sayenna zu finden? Dein Wunsch ist mir Befehl. Mal sehen. Oh! Was ist? Was siehst du? Irgendetwas wirkt störend. Ich kann nur Bruchstücke sehen. Sie sind in der Nähe und doch fern. Es tut mir leid. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Ich verstehe. Aber das heißt doch zumindest, dass sie da draußen sind, oder? Ich muss wohl einfach nur Geduld haben und daran glauben, dass sie irgendwann zurückkommen. Wie? Wir haben nichts zahlen müssen jetzt gerade? Wir haben nichts zahlen müssen, Leute. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ja, mir die Nebenmission. Jetzt schaue ich gerade auf den Timer. Die zwei sind immer aus. Deswegen machen wir jetzt einmal Upgrade. Upgrade, Leute. Und zwar Gesundheit werden wir jetzt auch voll machen. Tada. Genau, was haben wir denn bei Kampfkünste nun? Gravitationskick. Den machen wir voll. Denn den brauchen wir oft. Na, wir können nicht voll machen, uns gegen 200 ab. Okay, dann. Den Wirbel haben wir ja voll aufgemacht, der taugt mir auch ganz gut. Nun, dann machen wir da weiter mit Erholungszeit. Deine Fallgeschwindigkeit. Das könnte man natürlich auch machen. Haben wir das einmal auf 7. Die Fallgeschwindigkeit wird uns sogar mehr bringen momentan. Okay, dann bleiben uns nur 452 über. Und haben wir den Haufen ausgegeben, Leute. Und da geht auch schon der Timer.
Okay, ich werde mir jetzt kurz einmal in die Folge reinschauen, ob das von der Lautstärke her, wie ich so das Gefühl habe. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann bewerten, kommentieren, abonnieren, was mich natürlich wieder sehr, sehr freuen würde. Und wenn es irgendwas gibt wegen Sound und so, dann einfach in die Kommentare schreiben, Leute, damit ich dann ein bisschen Feedback habe von euch. Ne? Und somit bis zur nächsten Folge. Tschüss!